Wir sind unterwegs. Nach Monaten der Vorbereitung dachte ich schon, es würde nie zu diesem Tag kommen. Doch endlich ist es soweit. Als Captain meiner Crew leite ich eine äußerst wichtige Expedition in die Arktis. Brücke an Captain, Brücke an Captain, bitte kommen. Oh, ich werde wohl gebraucht. Hier Captain Blizzery, der LZ Stachelschwein. Was gibt es? Captain, wir haben unser erstes Ziel erreicht und bitten um Landeerlaubnis. So schnell? Nun, warum bin ich eigentlich überrascht? Es ist doch klar, dass ich ein großartiger Captain bin. Natürlich, Captain. Was immer Sie sagen. Landeerlaubnis erteilt und jetzt bitte ich um Ruhe. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. All die Mühen, all die Opfer und Entbehrungen, die ich gebracht habe, werden sich endlich bezahlt machen. Ich werde als Legende in die Geschichte eingehen. Brücke an Captain, Brücke an Captain, bitte kommen. Was gibt es jetzt schon wieder? Ich wollte doch nicht gestört werden. Captain, wir sind bereits am nächsten Ziel angelangt und bitten erneut um Landeerlaubnis. Schon wieder? Landeerlaubnis erteilt. Und jetzt keine weiteren Störungen, bitte. Man wird Denkmäler von mir bauen und ganze Städte nach mir... Brücke an Captain, Brücke an Captain, bitte kommen! Was? Wir sind kurz vor unserem nächsten Ziel und benötigen Landeerlaubnis. Wie bitte? Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Was ist da draußen eigentlich los? Ah, los, komm schon. Ich brauche mehr Shot für Upgrades. Brücke an Captain, wir benötigen Landeerlaubnis für unser nächstes Ziel. Was ist denn aus dem letzten Ziel geworden? Tut mir leid, Captain. Wir konnten nicht länger warten und sind einfach auf eigene Faust gelandet. Das könnt ihr nicht machen. Ich bin der Captain. Was ist nun mit der Landeerlaubnis? Soll ich wieder einfach so landen? Ja, mach ruhig. Der Captain spielt sich mal wieder auf. Ja, Meuterei! Ich lasse euch am Hauptmast aufknüpfen! Captain, wir sind auf einem Luftschiff. Hier gibt es keinen Hauptmast. Außerdem brauchen wir wieder die Landeerlaubnis fürs nächste Ziel. Oh, das ist mein Schiff, hört ihr? Mein Schiff! Captain! Lassen Sie mich raten. Sie brauchen eine Landeerlaubnis. Eigentlich wollte ich nur Bescheid geben, dass unser Frachtraum voll ist und wir uns auf den Rückweg machen. Was? Nein! Hier spricht der erste Mart. Wir haben unseren Auftrag erfüllt und machen uns nun auf den Heimweg. An alle Crewmitglieder, ausgezeichnete Arbeit. Moment mal, das könnt ihr nicht machen. Was ist mit meinem Ruhm, meinem Reichtum, meiner Macht? Na, Captain, das wird schon. Geh in die Arktis, haben sie gesagt. Spannende Abenteuer erwarten dich dort, haben sie gesagt. Vom nervigen Schottsammeln hat natürlich keiner was gesagt. Hey Leute und willkommen zu meiner neuen kleinen Videoreihe, den Arktis Layouts. Mit dem DLC Die Passage hat uns Ubisoft ein neues Gebiet beschert mit neuen Einwohnern, Produktion, Herausforderungen und Belohnungen. Natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, euch auch hierfür ein paar Layouts zu entwickeln, auch wenn ich mir dafür ganz schön viel Zeit gelassen habe. Jedenfalls beginne ich die neue Serie, wie ihr unschwer am Namen des Videos erkennen konntet, mit einem passenden Stadtlayout. Bevor wir aber dazu kommen, gibt es ein paar Kleinigkeiten, die ich mit euch vorab besprechen möchte. Beginnend mit meinem grandiosen Masterplan zu den Arktis-Layouts und welches Ziel ich eigentlich damit verfolge. Danach zeige ich euch eine kurze Zusammenfassung sämtlicher neuen Stadtgebäude, erkläre euch, worauf ich bei der Entwicklung meines Stadtlayouts Wert gelegt habe und baue dann selbstverständlich das Ganze einmal für euch vor. Am Ende habe ich dann noch den ein oder anderen Tipp für euch. Jetzt aber genug der Theorie, fangen wir endlich an mit noch mehr Theorie. Ich meine, was habt ihr erwartet? Das ist ein verdammtes Tutorial-Video. Natürlich gibt es hier nur Theorie. Was wollen wir eigentlich in der Arktis? Was gibt es hier zu holen, das den ganzen Aufwand rechtfertigt? Sicher, es gibt eine neue kleine Story und einen Haufen neuer Items, die wir erfahren können. Aber was wir wirklich haben wollen, ist doch selbstverständlich das wertvolle Gas, mit dem wir eine neue Art von Kraftwerk versorgen können, welches nicht nur mehr Reichweite als das alte hat, sondern auch kein nerviges Schienensystem benötigt. Wie kommen wir aber nun an das wertvolle Gas ran? Denn praktischerweise befindet sich dies nur auf einem dieser vier Eisplateaus, an die unsere normalen Schiffe nicht anlegen können. Die Lösung, meine Lieben, fliegt zu eurer Rechten. Das andere rechts.
Ja, wir brauchen Luftschiffe. Und damit nicht genug. Die Gasstationen benötigen jeweils 250 Techniker und ohne die Möglichkeit, einen Pendlerkai bauen zu können, sind wir darauf angewiesen, eine Stadt hier oben zu errichten. Auf einem Plateau, wo sich nichts befindet, außer Schnee und Eis. Okay, die Aufgabe, die uns bevorsteht, ist also keine einfache, aber das hat ja auch niemand erwartet. Immerhin ist das hier eine Expedition in die Arktis und dass dieser Ort kein Zuckerschlecken ist, sollte wohl mehr als klar sein. Allein schon der überschaubare Platz auf den Inseln und die ständige Kälte machen ein das Leben hier zur Hölle. Oh Gott, könnt ihr nicht einmal gesund bleiben? Wir brauchen also einen Plan, einen Masterplan um genau zu sein und wie der Zufall es so will, habe ich genauso einen parat. Ich bin schon einfach ein Teufelskerl, oder? Wie schon zuvor erwähnt, ist unser großes Hauptziel das Gas. Aber was benötigen wir dafür? Auf jedem Eisplateau befinden sich 13 Gasvorkommen, die wir in der Regel mit 4 Gasförderstätten abbauen können. Bis auf diesen einen hier. Jede Gasförderstelle benötigt 250 Techniker. Das heißt also, wir brauchen 1000 Techniker pro Plateau. 4 Plateaus bedeutet, um sämtliches Gas der Arktis fördern zu können, benötigen wir 4000 Techniker. Plus minus 250. Unser Ziel dieses Mal ist also nicht, enorme Produktion zu erstellen, so wie in den Industrial Layouts, sondern kleine und kompakte, die gerade groß genug sind, um die benötigte Anzahl an Bürgern zu versorgen. Als Maßstab habe ich mir eine Bevölkerungsdichte von 4000 Entdeckern und 6000 Technikern gesetzt. Damit sollte ich genug Arbeiter für sämtliche Layouts, die Förderung des Gases und eventuellen Schwankungen haben. Ja, ich bin verdammt nochmal angepisst deshalb. Als letztes war es mir noch wichtig, dass die Arktis möglichst unabhängig ist und sich mit ein paar kleinen Ausnahmen größtenteils selbst versorgt. Alle Layouts in dieser Videoreihe sind also für diese drei Zwecke hier konzipiert, ergänzen sich gegenseitig und sind somit Teil eines wunderbaren, perfekt funktionierenden Systems. Das ist zumindest der Plan. Genug fürs Erste von meinem grandiosen Masterplan. Ich rede schon hier seit einer halben Ewigkeit und ihr seid immer noch kein Stückchen schlauer geworden. Kommen wir also zum nächsten Punkt und werfen einen Blick auf die neuen Stadtgebäude. Da hätten wir zunächst einmal die Kantine, die im Prinzip genauso wie der Marktplatz aus der alten Welt funktioniert. Sie versorgt eure Bürger mit einer Dienstleistung, zeigt die Versorgung der Güter an und hat eine maximale Reichweite von 38 Feldern. Die volle Versorgung bekommt ihr aber nur bis zum Feld 18. Danach schwächt diese immer weiter ab. Als nächstes haben wir den Heizofen, welches einer der wichtigsten und zugleich nervigsten Gebäude der Arktis ist. Er versorgt eure Gebäude mit Wärme, so dass Bewohner in euren Unterkünften nicht erfrieren und Produktionsgebäude überhaupt erst produzieren können. Ohne Wärme geht also in der Arktis rein gar nichts. Hinzu kommt noch, dass ihr den Heizofen ununterbrochen mit Kohle beliefern müsst. Ihr braucht also in der Nähe ein Lagerhaus oder eine Köhlerei. Viel schlimmer ist die äußerst geringe Reichweite von 19 Feldern, die mich bei der Planung der Layouts nicht nur einmal an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. So viel könnt ihr mir glauben. Die Polarwacht fungiert als Feuerwehr und Krankenhaus in einem. Sie senkt die Wahrscheinlichkeit eines Feuers oder einer Grippewelle und hat eine Reichweite von 48 Feldern. Allerdings benötigt sie Wärme, da sie sonst ihre Arbeit einstellt. Mit der Technikerstufe erhaltet ihr das Postamt. Dieses Gebäude dient lediglich zur Versorgung einer weiteren Dienstleistung und hat eine maximale Reichweite von 48 Feldern. Die volle Versorgung habt ihr aber nur bis Feld 23. Wer braucht schon ein Rathaus, eine Handelskammer oder eine Hafenmeisterei, wenn man für alles zusammen nur ein Gebäude setzen muss? Das Quartier hat genau wie seine Artgenossen drei Sockelplätze und verbessert sowohl eure Produktion als auch eure Wohnhäuser. Bevor wir zu der eigentlichen Blaupause kommen, möchte ich euch kurz die Kriterien zeigen, nachdem ich das Layout entworfen habe. Mein Hauptfokus lag darin, eine für die Eisplateaus optimierte Stadt zu entwickeln. Sie soll keine Unmengen an Bürgern beherbergen, sondern nur so viele, wie wir auch brauchen, nämlich ungefähr 1000 Techniker. Da wir also nur eine kleine Stadt benötigen, habe ich dieses Mal von meiner herkömmlichen Kernbauweise abgesehen und mich stattdessen auf eine durch das Quartier verstärkte Variante konzentriert. Außerdem soll sie einfach zu bauen und übersichtlich sein. Es gibt allerdings auch einen kleinen Haken, auf den ich genauer etwas später eingehen werde.
Kommen wir nun endlich zum Bau des Stadtlayouts. Plant vorab eine Größe von ca. 34x34 Kästchen ein. Beginnt in der Mitte mit einem Quartier und platziert auf allen Seiten eine 2x3 Häuserreihe. Oben links und unten rechts im Layout kommen ebenfalls eine 2x3 Reihe hin. Am rechten und linken Rand finden jeweils eine Kantine ihren Platz. Oben und unten kommen dann ein Heizofen und eine Postwache hin. Jetzt platziert ihr die restlichen Wohnhäuser wie hier gezeigt. Die Trennung der Häuserreihe hier ist leider notwendig, da die Reichweite des Heizofens sonst nicht ausreicht. In den Ecken finden nun jeweils zwei Polarwachen und zwei Lagerhäuser ihren Platz. Verbindet noch alles mit einer Straße und fertig ist euer Stadtlayout. Wer wie ich sehr viel mit Grippewellen und Bränden zu kämpfen hat, kann auch jede Ecke mit einer Polarwacht versehen. Meistens werdet ihr eh durch Produktion ein Lagerhaus in der Nähe haben oder eine Kühlerei, aus der euer Heizofen dann direkt seine Kohle bezieht. Dieses Stadtlayout hat 52 Häuser, welche euch insgesamt 520 Entdecker oder 1040 Techniker einbringen. Genug, um die vollständige Gasförderung eines Eisplateaus versorgen zu können. Die Blaupause zu diesem Layout findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Itemtechnisch kann ich euch für eure Wohnhäuser auf der Entdeckerstufe diese drei hier empfehlen. Das Grippe-Risiko zu senken ist eine enorme Hilfe und die 15% mehr Arbeiter sind natürlich nie verkehrt. Das eigentlich Interessante ist aber der reduzierte Verbrauch von Schlafsäcken und Pemmikan? Keine Ahnung, Essen. Da wir ohnehin schon nicht sehr viel Platz für Produktion haben, kommen diese Effekte mehr als gelegen. Theoretisch könnte man den Freiluftkoch gegen den Freiluftgrill eintauschen, aber ich persönlich finde, das Item ist den ganzen Aufwand einfach nicht wert. Für die Techniker könnt ihr genau die gleichen Items nehmen oder ihr nehmt die beheizte Thermojacke und Nates geliebten Wasserkessel mit. Aber auch hier muss ich sagen, dass sich diese Items nur bedingt lohnen und die ganzen Mühen eigentlich nicht wert sind. Wenn ihr aber wirklich nichts zu tun habt und stundenlang Schrott farmen möchtet, dann werde ich euch natürlich nicht dran hindern. Zum Schluss habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Als erstes möchte ich den zuvor erwähnten Haken beim Stadtlayout besprechen. Aufgrund der geringen Anzahl an Wohnhäusern in diesem Layout reicht eure Bevölkerungszahl nicht aus, um über die Öllampenstufe hinauszuwachsen. Daher müsst ihr ein paar zusätzliche Häuser platzieren, um diesen Grenzwert zu überschreiten. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr nach Erreichen der maximalen Kapazität die Häuser wieder abreißen. Aber Vorsicht, sollten euch zu irgendeinem Zeitpunkt die Güter ausgehen, sinkt auch wieder eure Einwohnerzahl und ihr müsst erneut die zusätzlichen Häuser zum Überschreiten der Grenze bauen. Entweder ihr lasst eure Häuser gleich stehen oder achtet so wie ich darauf, dass eure Versorgung stabil läuft. Für gewöhnlich reicht es aus, auf jede große Insel ein Stadtlayout zu platzieren. Diese haben dann lediglich die Entdeckerstufe. Die Ausnahme bei mir bildet meine größte Insel, auf der ich auch die Techniker habe. Hier habe ich zwei Stadtlayouts miteinander verbunden, um auf genügend Arbeiter zu kommen. Auf dieser Insel habe ich auch meinen Luftschiffhangar und alle Produktionen, die Techniker benötigen. Das Produzieren von Gold und Fellen ist in der Arktis wesentlich effektiver als in der alten und neuen Welt. Wenn ihr also darauf zurückgreifen wollt, kann euch gerade hier das Item Heizung den nötigen Arbeiterboost geben. Falls das immer noch nicht ausreichen sollte, habe ich das Layout extra so gestaltet, dass ihr problemlos die ein oder andere Behausung ergänzen könnt. Ein Beispiel hatte ich euch ja schon vorhin gezeigt, aber wie ihr das Layout erweitert, ist letztendlich eure Entscheidung.
Wie heißt es so schön? Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt leider ein Plateau, auf dem man Stadtlayout nicht ganz so reibungslos passt, und wer hätte das gedacht, es ist das Plateau mit den fehlplatzierten Gasvorkommen. Ihr wisst gar nicht, wie abgrundtief ich dieses Plateau hasse. Jedenfalls müsst ihr das Layout aufgrund des Platzmangels ein wenig ummodeln, damit ihr auf genügend Bürger kommt. Hier ist ein Beispiel, wie ich das Ganze gelöst habe. Nicht gerade der schönste Weg, aber es funktioniert. Sorry also dafür, auf den restlichen Plateaus und großen Inseln sollte das Layout ohne weitere Probleme passen. Und bevor Fragen auftreten, ja, mir ist bewusst, dass sich bei meinem Stadtlayout zwei Häuser nicht im Radius des Quartiers befinden. Man könnte zwar noch etwas rumschrauben, aber das würde das Layout unnötig komplizierter und unübersichtlicher machen. So Leute, das war's fürs Erste. Ich hoffe, dass euch dieses Stadtlayout in eurem Spiel eine Hilfe sein kann. Die Produktionslayouts sind schon in der Mache und kommen sehr bald nach. Dieses ganze Projekt hat leider etwas länger gedauert als geplant, deshalb sorry dafür, dass es so lange nichts mehr von Anno 1800 gab. Die Blaupausen zu den Layouts findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr selber noch Tipps und Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentarbereich schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like riesig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao.